ist Freitagabend und du kommst gerade aus dem Kino. Der neue James Bond hat deine Erwartungen sogar übertroffen. Während du dich auf dem Weg zum Parkhaus befindest, regst du dich darüber auf, dass du dich gemeldet hast, samstags zu arbeiten und nicht mit deinen Freunden weiter in der Stadt bleiben kannst. Doch da musst du leider durch. Bei deinem Lieblingsparkhaus angekommen, läufst du verträumt an deinem kuscheligen Bett denkend zum Automaten und willst dein Ticket bezahlen. Doch als du es in den Automaten steckst, siehst du, dass du nichts zahlen musst, obwohl du ganze 3 Stunden dort geparkt hast. Jedoch machst du dir keinen Kopf und freust dich über den glücklichen Zufall. Es wird sich schon bei der Schranke zeigen, ob etwas nicht stimmt. Leider musstest du in der untersten Etage parken, da es dir und deinen Freunden nur für die Nachtvorstellung im Kino gereicht hat und die meisten Parkplätze in den oberen Etagen entweder besetzt oder so schlecht zugeparkt waren, dass es eine Zumutung wäre, sich dort hinzustellen. Auf dem Weg nach unten merkst du, dass dort schon das Licht ausgeschaltet wurde. Außerdem fehlt jede Spur von den zuvor überall geparkten Autos. So langsam kommt dir ein mulmiges Gefühl. Diese Parkhäuser mit so vielen Etagen sind doch etwas beängstigend, vor allem die unteren Etagen. Jedoch ist dieses Parkhaus nicht umsonst dein Liebstes. Es hat einfach die perfekte Lage zu allen wichtigen Orten und es ist sehr übersichtlich. Den Weg nach unten laufend, mit dem Handy in der Hand, überlegst du dir, ob du dir den Weg nach Hause noch etwas zu essen holen solltest. Das Popcorn im Kino war wohl doch nicht genug. Du entschließt dich jedoch, diesen Gedanken sofort zu verwerfen, da es ja schon 1 Uhr ist und du dir die zusätzlichen Kalorien alles andere als gebrauchen kannst. Endlich auf der Etage angekommen, auf der dein Auto stehen sollte, merkst du, dass sie ebenfalls komplett leer ist. Als du jedoch nochmal genauer hinschaust, siehst du, dass es noch weiter runter geht. Vielleicht hast du dich nur vertan und dein Auto steht doch noch eine Etage weiter unten. Verwundert über deine Orientierung, machst du dich also weiter auf den Weg durch die Dunkelheit. Doch auf der nächsten Etage steht kein einziges Auto. Aber ein weiterer Eingang nach unten zu einer tiefen Etage ist zu erkennen. Ohne lange nachzudenken, läufst du dort hinunter. Auf die Ebene angekommen, denkst du dir dann, dass hier etwas nicht stimmt, denn hier spielt sich dasselbe noch einmal ab. Plötzlich läuft hier ein kalter Schauer über den Rücken. Dein Lieblingsparkhaus schließt um 22 Uhr und man kann nur noch hinausfahren und nicht mehr hinein. Da du aber später dran warst, musst du in dem Parkhaus 2 Straßen weiter parken. Genervt von deiner Vergesslichkeit, machst du dich auf den Weg zurück nach oben. Jedoch wunderst du dich, dass die Tore vor den Schranken noch offen waren und der Automat dein Ticket einfach so annahm. Aber spielt keine Rolle. Du musst morgen früh raus und es wird Zeit, heimzufahren. 3 Etagen weiter oben merkst du, dass das Licht auf der nächsten Etage, welches vorhin noch brannte, nun auch aus ist. Doch noch viel schlimmer, sie sieht exakt wie die 3 Etagen zuvor aus. Spielt dir dein Verstand hier einen Streich? Du machst dich leicht panisch, immer schneller, während noch eine Etage weiter nach oben. Wieder kein Licht, wieder keine Schranke, wieder kein Ausgang. Selbst von den Automaten fehlt jede Spur. Mit mittlerweile rasenden Herzen rennst du die nächsten 2 Etagen hoch. Und du bist dir nun zu 100% sicher, dass du nicht so weit nach unten gegangen bist. Und zu deinem Schlamassel wird auch noch dein Handylicht schwächer, da der Akku sich langsam leert. Doch genau in diesem Moment siehst du ein schwaches Licht auf der nächsten Etage. Es scheint von einem Schild zu kommen. Als du näher in Richtung Licht rennst, trifft dich der Schlag. Auf dem Schild steht groß in Blutrot: Welcome to Hell.